Der Fernsehmarkt ist groß und damit auch manchmal schwierig zu verstehen. Um heute mal eins der vielen Themen zu vereinfachen, schauen wir uns mal NanoCell von LG und QLED von Samsung an und erklären euch, welche Unterschiede diese beiden Techniken mit sich bringen. Sowohl NanoCell als auch QLEDs nutzen LCD-Panels und bevor wir mit dem Vergleich der beiden Techniken starten, sollten wir zuerst den Begriff LCD-Panel erklären. LCD, was für Liquid Crystal Display steht, sind Flüssigkristalle, die gemeinsam mit den RGB-Pixeln von einer Hintergrundbeleuchtung, dem LED-Backlight, das fertige Bild erzeugen. Um nun verschiedene Farben zu erzeugen, regeln diese Kristalle, indem sie elektrisch auf- und zugedreht werden, wie viel Rot-, Grün- und Blauanteile jeder einzelne Pixel hat. Wenn man aber nun schwarz darstellen möchte, wird auch noch die Hintergrundbeleuchtung gedimmt, da die Kristalle das Licht nie zu 100% blockieren können. Außerdem gibt es noch verschiedene Arten von LCD-Panels. Für TVs sind VA und IPS die wichtigsten. VA-Panels, welche einen tieferen Schwarzwert und somit einen höheren nativen Kontrast erreichen, und IPS-Panels, welche für hohe Farbreinheit und einen breiten Betrachtungswinkel stehen. Früher gab es auch klare Verhältnisse, wer was verbaut. Samsung zum Beispiel verbaute VA-LCD-Panels, während LG IPS-LCD-Panels nutzte. Heute kann man das nicht mehr so genau sagen, da nun auch Samsung beispielsweise in dem Q60A sowohl VA- als auch IPS-Panels verbaut. Während NanoCell-Technik ausschließlich in LG-TVs verbaut wird, sind QLEDs bei mehreren Herstellern erhältlich. Samsung ist hierbei der größte, doch auch chinesische Hersteller wie TCL oder Hisense verbauen diese Technik. Solltest du Beispiele über Fernsehgeräte mit diesen Panels suchen, liest du dir am besten unseren Ratgeber auf unserer Webseite durch, denn dort wird nochmal genauer auf das Ganze eingegangen. Link dazu natürlich in der Videobeschreibung. Aber genug zu der Funktion der Panels, kommen wir nun zu den Techniken NanoCell und QLED. QLEDs nutzen spezielle Nanopartikel, diese werden Quantum Dots genannt. Auch LG nutzt für seine NanoCells offenbar Nanopartikel. Allerdings verrät der Hersteller nicht, um welche Art Nanopartikel es sich genau handelt. QLEDs funktionieren, indem das Backlight, welches hauptsächlich blaues Licht abstrahlt, durch die Quantum Dots durchstrahlt. Die Quantum Dots sind eine Art Zusatzlichtquelle, welche in reinem Rot und Grün strahlen. Durch diese Kombination aus Blau, Grün und Rot entsteht dann ein klar definiertes Farbspektrum, das die Pixel von hinten her beleuchtet. Bei den Samsung Neo QLEDs wurde statt dem normalen Backlight ein Mini-LED-Backlight verbaut, welches sich sehr positiv auf die Bildqualität auswirkt. Denn es verbessert dank vielen hunderten kleiner Dimensionen den Schwarzwert und somit auch den Kontrast erheblich. Die NanoCell-Panels gibt es ausschließlich vom Hersteller LG Electronics. Hierbei handelt es sich wohl um einen Konter zu den QLEDs. NanoCell-TVs benutzen eine spezielle Display-Technik, welche auf LCD basiert und mit Nanopartikeln ergänzt wird. Durch diese ist es möglich, dass die TVs unerwünschte Gelbanteile im Farbspektrum unterdrücken und somit eine klarere Abgrenzung der Rot-, Grün- und Blauanteile haben. Diese Nanopartikel steigern die Farbreinheit und ermöglichen einen möglichst großen Farbraum für HDR-Bilder. Der Effekt dieses größeren Farbraumes ist, dass satte, tiefe Farben noch etwas knalliger aussehen. Ähnlich wie bei Samsung gibt es jetzt auch von LG hochwertige Geräte mit Mini-LEDs und einem hohen Kontrast, welche als QNEDs auf dem Markt erhältlich sind. Allerdings sollte man erwähnen, dass diese TVs nicht ganz die Kontrastwerte eines Samsung-TVs erreichen. Die Premium-Geräte bei LG findet man dann eher bei ihren OLED-Modellen wie dem LG C1. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass beide ähnliche Techniken sind, die sich positiv auf die Farben und HDR-Eigenschaften auswirken. QLED und NanoCell-TVs funktionieren im Gegenteil zu OLED-TVs gut in einer etwas helleren Umgebung. Auch bieten viele dieser TVs eine sehr gute Gaming-Performance und Top-Smart-TV-Ausstattungen. Man sollte beim Kauf auch auf die Art des Panels achten. Wenn man beispielsweise sein TV etwas schräg zur Couch stellt, sollte man eher zum IPS-Panel oder einem Neo-QLED mit breitem Blickwinkel greifen. Solltest du dich für den Unterschied zwischen OLED und QLED interessieren, findest du sowohl auf unserem YouTube-Kanal ein Video dazu oder du liest den Ratgeber auf unserer Webseite durch. Beide Links sind in der Videobeschreibung erhältlich.
Schreib uns doch in die Kommentare, für welche andere Techniken du dich interessieren würdest. Den ausführlichen Ratgeber zum Nanocell vs. QLED findest du auf unserer Webseite. Wenn du unser Video hilfreich fandest, freuen wir uns über einen Like. Und wenn du kein Video von uns verpassen möchtest, abonniere gerne den Kanal und aktiviere die Glocke. Bis dann, euer HiFi.de-Team.